Huber, Huber, Hopp. Tick, Tack, Hopp, wer kommt denn da? Das Dschungelleben ist wunderbar. Huber, Huber, seine Strategie, sein Ruf, seine Philosophie. Er hüpft los und schützt sein Land. Ja, er will und ja, er kann. Er rettet seine Freunde und lässt frei. Huber, Huber, komm mit ihm dabei. Meine arme kleine Blume, hast du Durst? Ach, ich hab dich vernachlässigt, oder? Hä? Meine Kamera! Wo ist meine Kamera? Hä? Aber was habt ihr denn vor? Lasst mich sofort los! Ah, aber ich bin es doch, Diana Forster, eure Freundin! Diana Forster! Dieser Umschlag enthält die lange Liste der Verbrechen, die Ihnen zur Last gelegt werden. Aber welche Verbrechen denn? Ich habe doch nichts getan. Ruhe! Ihr Fall ist ernst genug. Durch Ihr Verhalten verschlimmern Sie Ihre Lage nur. Aber ich bin unschuldig. Unschuldig! Ich bin unschuldig! Tante Diana, wach auf! Sieh dir das an! Der Brief, den der Richter hat. Ich muss wissen, was drin steht, damit ich mich verteidigen kann. Wach auf! Das darfst du nicht verpassen! Hä? Sieh mal, das ist doch fantastisch, oder? Sieht aus wie ein, eine Art Mini-Aurora Borealis, ein Nordlicht. Das ist unglaublich, hä? Nicht halb so unglaublich wie mein Traum letzte Nacht. Ich habe geträumt, dass meine Immobilis Tempus mich vor einen Richter geschleppt hat. Nur, dass der Richter ein Kaktus aus Borneo war. Was total unwahrscheinlich ist, wenn man bedenkt, dass dieser Kaktus in unserem Ökosystem hier gar nicht vorkommt. Uba! Hallo, Masu. Hast du es auch gesehen? Uba! Es ist einfach super. Was meinst du? Sehen wir es uns mal genauer an? Tante Diana, du hast den Brief noch immer nicht aufgemacht? Hä? Brief? Welchen Brief? Oh, das ist er. Das ist der Brief des Richters. Genauso wie in meinem Traum. Das war eine Vorahnung. Ich werde vor Gericht gestellt. Ich werde verurteilt. Hector, mach du ihn auf. Ich kann mich nicht dazu überwinden. Er ist nicht vom Gericht. Er ist vom Geografischen Museum. Sie wollen einen Inspektor schicken, um festzustellen, ob ich hier im Dschungel angemessen unterrichtet werde. Die Ankunft des Schulinspektors Lord Quengel ist vorgesehen für... Oh nein! Hä? Das ist ja heute! Tante Diana, ich will nicht weg aus Palombia! Ach, Hector, es gibt keinen Grund, sich Sorgen zu machen. Es sei denn, mein Traum war eine Warnung, ein böses Omen. Du glaubst doch nicht wirklich an sowas, oder? Man muss seine Träume immer ernst nehmen, mein kleiner Löwenzahn. Na schön, aber könntest du damit aufhören, mich mit Blumen zu vergleichen? Haha, Masu, ich gewinne! Das ist unfair! Wenn ich so einen langen Schwanz hätte und so stark wäre wie Masu... Unglaublich. Uba! Wow, sieh dir das an. Ich find's echt total aufregend hier. Ich bekomme gleich eine Gänsehaut. Siehst du das? Die Bäume wachsen zur Seite und man hört keine Vögel zwitschern. Uba! Ich habe schon von solchen Orten gelesen. Das ist ein Ort der Kraft. Ein Ort, an dem das Magnetfeld der Erde stärker ist als woanders. Uba! Da siehst du's. Dein Vorfahre war damals schon ein Star hier. Uba! Auf deiner Statue ist keine... Doch, da ist sie. Uba! Das ist Magnetit. Ein Gestein, in dem magnetische Eisenpartikel sind, wie in einem Magneten. Die Indianer früher müssen das für Zauberei gehalten haben. Ich frag mich, ob es zwischen den beiden eine Verbindung gibt.
Um mich zu begrüßen. Nicht sehr vielversprechend. Ach, ich muss schon sagen, über zu wenig Arbeit kann sich eine gute Botanikerin hier im Dschungel nicht beklagen. Oh! Darf ich mich vorstellen? Ich bin Lord Quengel. Ach ja, Sie sind das, der Kaktus. Oh, bitte verzeihen Sie, es ist nur so, dass ich durch diese wilde palumbianische Mohnblume abgelenkt war. Ach, wie reizend. Oh, was habe ich mir nur gedacht? Das müssen Sie wissen, Miss Forster. Ich nehme an, Ihr Basislager ist nicht weit von hier entfernt. Sie können Ihren Jeep hier lassen. Folgen Sie mir, wir haben es nicht weit. Diese Hütte sieht nicht sehr stabil aus. Entspricht sie den internationalen Gebäudevorschriften? Trinken wir Tee. Ich mache uns eine schöne Tasse Tee, okay? Sprechen wir über Ihren Neffen Hector. Was macht er gerade? Ich wette, Sie haben nicht die geringste Idee, womit sich Ihr Neffe im Augenblick beschäftigt. Sie müssen meinen Kardamom-Tee probieren. Sie werden sein Aroma deliziös finden. Ich weiß nicht, was heute mit mir los ist. Oh. Das Hemd war nagelneu. Und jetzt das. Ja, was sind das für abstoßende Nagetiere? Das sind keine Nagetiere. Das sind Marsupilami-Babys. Ihre Eltern sind unsere Nachbarn. Nun, das ergibt ja ein schönes Bild. Der Junge wohnt in unmittelbarer Nähe von wilden Kreaturen. Da wir beim Thema sind, noch immer kein Anzeichen von dem Jungen. Lass es fort los, du Fellwesen! Sie sind keine wilden Kreaturen. Sehen Sie nur, Sie lieben Ingwerkekse. Das spricht doch für Kultiviertheit, finden Sie nicht? Alle Tiere sollten mit Respekt behandelt werden. Das steht völlig außer Frage. Aber Sie als Familienmitglieder zu behandeln, das ist... Ich habe den Eindruck, Sie beachten die Grundregeln der Hygiene nicht. Wirst du jetzt wohl loslassen, du frecher kleiner Rabauke? Solar-Kaffeekocher, den Hector letzten Monat erfunden hat. Hm. Ist der nicht genial? Aua! Oh, das ist nur ein Prototyp, wissen Sie? Es ist einfach entsetzlich. Das ist sein Badeseifenrückgewinnungsteil. Sehr praktisch, wenn man im Dschungel lebt. Warum holen Sie Hector nicht her, damit er mir seine Erfindungen selbst zeigen kann? Sie haben ja so recht. Ich werde ihn sofort holen. Oh, meine Damen und Herren Geschworenen, ich bin unschuldig.
Gütiger Himmel! Wie kann man ein Kind solchen Dingen aussetzen? Ich fürchte sehr um seine körperliche und geistige Gesundheit. Geht mir aus den Augen! Geht schon! Husch! 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 Hubi! Hubi! Na schön, ihr wollt es wohl nicht anders. Was ist das? Hubi! Der arme Junge lebt zwischen launenhaften und kleptomanisch veranlagten Tieren. Unter der Aufsicht einer charmanten, aber nichtsdestoweniger völlig verantwortungslosen Tante. Wenn wir ihn nicht so bald wie möglich aus diesen für seine Entwicklung äußerst abträglichen Lebensumständen befreien, dann wird er, wie ich befürchte, in wenigen Monaten zu einem Wilden werden. Ganz zu schweigen von den beklagenswerten sanitären Einrichtungen. Als einzigen positiven Punkt kann ich die Existenz von Seife vermerken. Gütiger Himmel! Ach, da bist du ja, Hector. Ich habe schon gedacht, du hast dich verlaufen. Junger Mann, ich bin Lord Quengel. Guten Tag. Erlaube mir, dir meine Hilfe anzubieten. Junger Mann! Huber, Huber! 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 Hector, willst du nicht deinen Nachmittagsimbiss? Huber! Ich glaube, ich habe genug gesehen. Ihr Neffe lebt in einem Zustand der Barbarei. Weit entfernt von den Gepflogenheiten und den Ansprüchen der Zivilisation und... Darüber hinaus kann man wohl kaum behaupten, dass seine Ernährung auch nur im Entferntesten ausgewogen ist. Oh, aber die Seife wird aus einheimischen Rüben gemacht. Ich sehe es deshalb als meine Pflicht an, ihn unverzüglich zurück nach London zu bringen, wo ich persönlich dafür sorgen werde, dass er in einer strengen, aber gerechten Lehranstalt untergebracht wird. Oh. Na, Hector, gib die Hoffnung nicht auf. Es sieht so aus, als wäre Lord Quengel fest entschlossen, dich mit nach England zu nehmen. Aber wie mein Großvater, der Boxer, immer gesagt hat, man darf den Kampf nie aufgeben. Huber? Ich habe Lord Quengel überredet, noch etwas zu warten. Er tut alles für eine Tasse von meinem Kardamom-Tee. Huber. Er wird heute mit uns zu Abend essen und er ist bereit, eine Reihe von Tests mit dir zu machen. Warum stehe ich noch hier? Ich muss anfangen zu kochen und dabei weiß ich noch gar nicht was. Der Junge hat einen gewaltigen Appetit. Wenigstens machen wir Fortschritte. Er isst keine Seife mehr. Hector, was lernst du eigentlich gerade? Was hast du in letzter Zeit gelesen? Hector schwärmt für Jules Verne. Er hat in 80 Tagen um die Welt 80 Mal in 3 Tagen gelesen. War es nicht so, Hector? Hector! Huber! Huber! Er ist immer zu Scherzen aufgelegt. Er liebt auch sehr, Nemos lustige Streiche von Jules Verne. Oh ja! Jules Verne hat solche Geschichten sicher nicht verfasst.
Huber. Aber er hätte es tun können. Hector, hör auf herumzualbern. Bravo, Hector. Huber, Huber. Dieses lächerliche Theater hat sich lange genug hingezogen, Miss Forster. Huber, Huber! Huber! Obi? Obi, Bibi, Bibi, Obi, Bibi, Bibi, Euer Ehren, ich schwöre, ich bin unschuldig. Ich bin unschuldig. Das ist ein wahres Irrenhaus. Oma. Oma. Huber? Bobby! Huber! Hä? Huber! Huber! Das reicht! Ich werde dem ein Ende machen! Huber! Huber, Huber! 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 Du kannst dich wehren, so viel du willst, mein Junge. Eines Tages wirst du mir danken. Komm jetzt, du hast genug Zeit unter den Wilden verbracht. Das reicht, die Zivilisation erwartet dich. Mein Hector! Lachmengel, was machen Sie denn da? Ich mache mich umgehend auf den Rückweg nach England und Hector nehme ich mit. Mein Entschluss ist unumstößlich. Aber ich... Wenn Sie irgendetwas tun, um mich aufzuhalten, Miss Forster, dann verspreche ich Ihnen, mich an den Direktor des Geographischen Museums zu wenden. Und ich garantiere Ihnen, die Mittel für die Studien an Ihrer geliebten Immobilis Tempus in Palombia werden dann umgehend zurückgezogen. Du gelbes Ungeziefer! Mein Hector! Machst du, tu doch was! Du gehörst in einen Zoo. Ja! Sie halten also Hector für ein wildes, kleines Tier, das im Dschungel lebt und der Gnade einer verwirrten, verantwortungslosen Tante ausgeliefert ist. Er ähnelt im Aussehen einem Primaten, dem nur das Fell fehlt. Ein trübes Licht mit einem Intellekt, der etwa dem der Gewächse entspricht, die seine Tante im Dschungel findet. Mein Hector ist ein sehr kreativer Junge. Er ist weiterentwickelt, als Sie es je sein werden. Und Sie scheinen zu vergessen, dass er ein Kind ist. Ihre Ansichten sind so altmodisch, dass sie nach Mottenkugeln und Spinnweben stinken. Ich hab's gesagt. Ich hab's gesagt. Huber, Huber! Es ist noch nicht vorbei. Nicht solange ich in dieser Sache etwas zu sagen habe. In meinem Albtraum hat mich die Blume vor Lord Quengels Urteil gewarnt.
Dschungel. Ich hasse Tiere und Pflanzen. Und ich hasse Kinder. Es ist zu Ende. Was soll der Unsinn? Huba, Huba! Huba? Huba! Ich hab dich reingelegt, Masu. Ich bin endlich wieder ich. Huba! Es war verrückt. Mein Körper hat gedacht, er wäre ein Masu-Pilami. Er war außer meiner Kontrolle. Wow, du bist darauf gekommen, den Effekt umzukehren, indem du die Kugel wieder darauf legst. Masu, du bist echt clever, das muss ich sagen. Hä? Hi, mein Name ist Archibald, aber du kannst mich Archie nennen. Wow, ich find's echt total super hier. Ja, beim ersten Mal bin ich auf dich geprallt und dann dachte ich, ich wäre ein Masu. Lord Quengel ist auf mich geprallt, das bedeutet, dass er... Jetzt gibt's eine Schlammschlacht. Dafür denkt er, wäre ein 12-jähriger Junge. Beim nächsten Mal treffe ich. Spar dir die Mühe, Masu. Ich glaube, ein kurzer Urlaub in der Kindheit wird ihm sehr gut tun. Außerdem ist er sowieso gleich vorbei. Sieh mal. Gütiger Himmel. Es ist über 50 Jahre her, seit mir zum letzten Mal etwas, Spaß gemacht hat. Also, machen wir jetzt die Schlammschlacht? Getroffen! Gut, ich glaube, ich habe genug Proviant, um Palombia ein paar Monate lang zu erforschen. Nicht zu vergessen den Kardamom-Tee. Heute Morgen habe ich dem Geographischen Museum ein Telegramm geschickt, in dem steht, dass Hector vollkommen normal entwickelt ist. Und das ist ganz allein Ihr Verdienst. Meine liebe, entzückende Miss Forster. Oh. Oh, kein Grund, so zu übertreiben. Also, wo ist mein Notizbuch? Oma, Oma? Ihr könnt es behalten. Wie die Leute in Frankreich sagen, bon appétit. Da wir gerade dabei sind, ihr könnt auch meine Taschenuhr behalten, wenn ihr sie noch habt. Was für eine Uhr? Oma! Reisen erhält einen Jungen. Also lebt wohl, ihr muffigen alten Museen. Auf in neue Abenteuer. Oma! Oma! Huba, Huba, Hop.